Der Hungaroring, 20 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Budapest gelegen, ist die zweite Station der diesjährigen FIA European Truck Racing Championship. Wie immer viele ungarische Fans an der Strecke, 34.000, wollen die vier Rennen der Titanen des Motorsports live miterleben. Im Paddock, auf der Tribüne oder um mal die Gelegenheit zu nutzen und den Rennfahrern persönlich zu begegnen. Gleich zwei Deutsche haben beim Saisonauftakt in Misano ihre Duftmarke gesetzt, Jochen Hahn und Steffi Halm. Die beiden liegen in der Meisterschaft in Führung. Jochen Hahn erster, 16 Punkte vor Steffi Halm auf Rang 2. 16 Punkte ist kein Polster, sind wir ehrlich. Ein Ausfall, zack, bin ich wieder weg. Von dem her konzentriert dranbleiben. Wir sind bei Rennen 2 von 8. Da kann man gar nichts sagen. Man kann nur sagen, der und der ist schnell, aber der und der sind 8 Leute. Und von dem her ganz relaxed, locker die Sache angehen und jeden Punkt mitnehmen. So denkt auch Steffi Halm, die in Misano Pech hatte, ist trotzdem als Gesamtzweite nach Budapest angereist, findet sich immer besser im neuen Iveco-Truck vom Team Schwabentruck zurecht. Wir mussten in Misano noch ein bisschen lernen, auch ich musste noch lernen, den Fahrstil ein bisschen umstellen, aber ich glaube, ich komme immer besser zurecht. Wir sind mit Sicherheit noch nicht am Ende, es wäre auch schlimm, wenn es so wäre. Aber nein, ich bin unglaublich happy. Der Einstieg in die neue Saison mit dem neuen Team und der neuen Marke hat gut funktioniert und ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht. Adam Latschko, letztes Jahr Meister, ist auch in der familiären Planung am Ziel seiner Träume. Töchterchen Mia kam vor 3 Monaten zur Welt. Adam Latschko kehrt mit großen Hoffnungen zurück an den Hungaroring. Schließlich hat der Tscheche hier im vergangenen Jahr 3 von 4 Rennen gewinnen können. Aber in dieser Saison ist es viel schwieriger. Die Konkurrenz ist stärker und wir werden erst am Sonntagabend sehen, wo wir enden. Es ist schwer, eine Voraussage zu treffen. Alle Augen sind aber eigentlich auf den Truck mit der Startnummer 3 gerichtet. Norbert Kiss. Für ihn ist es das Heimspiel. Der Ungar will seinen Fans eine tolle Show bieten. Wenn es geht, auch noch ganz oben auf dem Podium stehen und nach Möglichkeit den Abstand zu Jochen Hahn und den anderen, die vor ihm rangieren, verkürzen. Das Starterfeld ändert sich jedes Jahr und rückt näher zusammen. Da können eine ganze Menge von den Jungs gewinnen. Aber ich hoffe nicht, ausgerechnet dieses Wochenende. Und auch für ihn ist es ein halbes Heimspiel. Ryan Smith, der Engländer, startet für das ungarische OXO-Team und kommt mit großen Hoffnungen nach Budapest. Der englische Champion des vergangenen Jahres, durchaus ein Typ, der polarisiert und sich aber auch zu präsentieren und zu verkaufen weiß. Wir wissen, dass wir schnell sind, haben es in Misano schon gesehen, aber das Problem ist, da sind Jochen Hahn, Adam Latschko und Norbert Kiss. Ich könnte noch mehr aufzählen. Die Top 10 sind so eng zusammen, das sieht man schon am Qualifying. Unter diesen weltbesten Rennfahrern zu sein und sich mit ihnen messen zu können, das macht mich wirklich zufrieden. In der Gesamtwertung sieht es vor dem zweiten ETAC-Wochenende wie folgt aus. Jochen Hahn in Führung mit 50 Punkten. Dahinter Steffi Halm, Antonio Albacete, Sascha Lenz, Adam Latschko und Norbert Kiss auf Rang 6. Die knapp 4,4 Kilometer lange Rennstrecke der Hungaroring bietet im Normalfall relativ wenige Überholmöglichkeiten für die Truckpiloten. Ganz entscheidend also das Qualifying. Denn wer hier vorne steht, hat den Großteil der Ernte meist schon eingefahren. Und einer drückt dem Ganzen hier den Stempel auf. Adam Latschko, zweitschnellster im Zeittraining hinter Antonio Albacete und anschließend schnellster in der Superpole. Knapp vor Jochen Hahn, Local Hero Nobby Kiss schafft's nur auf Rang 4 für Rennen Nummer 1. Ja, es war viel, viel besser als in Misano. Wir haben uns stark verbessert. Gestern war es schon gut, im freien Training heute Morgen aber dann nicht so gut. Aber wir haben nichts verändert, haben jetzt das gleiche Setup verwendet. Ich denke, das passt so. Bevor es am Nachmittag ernst wird, dürfen alle Fans im Fahrerlager noch Autogramme holen, Fotos machen oder auch mal eine ganz persönliche Frage stellen. Die Fans in Ungarn, klar, verehren ihren Norbi. Und Norbi Kiss erfüllt geduldig und in Demut alle Wünsche. Genau wie alle anderen Piloten auch. Die Startaufstellung für Rennen 1. Die beiden letzten Champions, Adam Latschko auf der einen, auf der Innenseite,
und Jochen Hahn auf Position 2 auf der Außenseite, gemeinsam also in Reihe 1. Spannung pur, damit garantiert, beide mit Stärken und Schwächen auf dieser Rennstrecke. Das ist das erste Mal in dieser Saison, dass ich als Erster starten kann. Sehr gut, und ich denke, dass wir uns auf ein wirklich tolles Rennen freuen können. Dahinter in Reihe 2 ein britisch-ungarisches Duell. Ryan Smith, rot-weiß-grüner Oxo-Truck gegen Norby Kiss, den Local Hero im schwarzen Tankpool 24-Truck. Nur auf Rang 5 Antonio Albacete, der Meisterschaftsdritte, neben ihm dann Steffi Halm, die Zweite in der Gesamtwertung. 11 Runden sind angesetzt und zum ersten Mal springen die Ampeln von Rot auf Grün startfrei für Truck Race Action auf dem Hungaroring. Adam Latzko gleich unter Druck von Ryan Smith auf der Innenseite mit leichten Vorteilen gegenüber Jochen Hahn, dann die britisch-ungarische Reihe mit Smith und Kiss. Ein Bugira Freightliner ganz vorne, ein anderer ganz hinten. Oli James im Freightliner mit der Standnummer 22 geht als letzter durch die Kurve 1. Beeindruckendes Bild hier. 17 Trucks am Start in Ungarn. In Runde 2 dann der Angriff von Jochen Hahn. Geht vorbei an Adam Latzko, der mit dem rutschigen Asphalt nicht so gut zurechtkommt. Und wenig später ist auch Norbert Kiss vorbei am Tschechen. Die Heckkamera von Norbert Kiss zeigt, Adam Latzko hat Probleme. Auch Ryan Smith versucht am Champion noch in Runde 2 vorbeizuziehen. Leichte Berührung, aber ohne Folgen. Anfang der dritten Runde, Halm Dritte. Dahinter der Kampf um Rang 4. Innen Smith gegen Albacete. Kein Platz, der Unfall unvermeidlich. Ryan Smith bekommt dafür eine Drive-Thru, die er aber nicht antritt. Dafür bekommt er am Ende noch eine Zeitstrafe von 30 Sekunden aufgebrummt. Ich habe versucht, den Stewards zu erklären, dass es nicht möglich ist, noch früher und rechtzeitig zu bremsen. Wir bremsen ja sonst schon 100 Meter vor der Kurve. Also ich weiß echt nicht, was die erwarten. Vielleicht glauben sie, die Trucks haben ABS. Ich bin echt enttäuscht von der Strafe. Ja, okay, das war ein Fehler, den er da gemacht hat. Pech für uns beide, für ihn, weil er eine Strafe bekommen hat und für mich, weil ich keine Punkte sammeln konnte. Ich glaube, unter normalen Umständen hätte ich auf Platz 5 oder sogar auf Platz 4 landen können. Jochen Hahn weiter in Führung, deutlich vor Norbert Kiss und Steffi Hall. Und der Polesetter Adam Latzko, der fällt mit einem Plattfuß hinten rechts weiter zurück. Der Grund, eine Kollision mit Sascha Lenz. Der Deutsche versuchte, sich innen am Tschechen vorbeizupressen und traf dann das rechte Heck des Freightliner Trucks mit der Startnummer 1. Sascha Lenz verliert dadurch zunächst deutlich an Boden. André Kosim geht vorbei an Lenz und kurz darauf auch an Latzko. In der Folge die beiden Deutschen dann dicht zusammen kämpfen um Rang 5 in diesem Rennen. Nach 11 Runden aber fährt Jochen Hahn, der vierfache ETRC-Champion, zu einem ungefährdeten Sieg vor Norbert Kiss und Steffi Halm. Riesenfreude bei der Crew von Hahn Racing an der Boxenmauer. Und obendrauf gibt's noch Applaus für Jochen Hahn, der zum dritten Mal in dieser Saison ganz oben auf dem Podium steht, zwischen Norbert Kiss und Steffi Halm. Es geht nicht besser. Und ich bin wahnsinnig stolz, was wir erreicht haben. Und ich weiß natürlich auch realistisch, dass es so nicht immer weitergeht, aber wir sind vorne dabei auf einer Strecke, die mir jetzt nicht so liegt, fahrerisch, muss ich auch ehrlich zugeben. Und von dem her bin ich sehr, sehr mega froh und stolz, was wir erreicht haben. Das Ergebnis von Rennen 1 am Hungaroring nochmal komplett zum Nachlesen. Und eine kleine Neuerung gibt's. Ab sofort sitzt an jedem Wochenende ein Fahrer
auf dem Hot Seat von Grammer und beantwortet unsere Fragen. Dieses Mal, wer sonst? Norbert Kiss. What's your favorite racetrack? Hungaroring. Why? Because it's my home race. How did you become a race driver, truck racing driver? Long story, huh? Well, the Ox Racing team already existed. They were looking for a driver, so there was I. And we became successful together. What's your favorite food, your favorite dish? Probably pizza, probably. Which pizza? I don't know, any pizza. Do you have an idol? Idol? Yeah. Sure. In sporting? Yeah, sure. Michael Schumacher, Lewis Hamilton. Do you have profession or an education? Yes, I was going to the university for programming and math, but it didn't work out. So I don't really like that those things anymore. So that's why I become a race car driver. What will you do after your career in motor racing? Oh, I haven't really thought about that yet because. You know, I like this very much and I hope that I can do it for many, many more years. Bereits seit 15 Jahren ist Adam Latzko im Truck-Rennsport aktiv, wurde vergangenes Jahr zum ersten Mal Meister und steht auch in Rennen 2 auf der Pole-Position, weil als Achter in Rennen 1 gewertet und demzufolge dank der Reverse-Grid-Regelung in dieser Meisterschaft ganz vorne. Neben dem Tschechen steht Shane Brereton, der Brite, der erst seit 4 Jahren im Truck-Racing aktiv ist. Ich glaube, dass ich ihn vielleicht am Start packen kann, aber wie lange ich ihn dann hinter mir halten kann, das weiß ich nicht. Adam ist extrem schnell, er hatte oft ein paar Zehntelsekunden Vorsprung im Qualifying. Wir hadern derzeit ein bisschen mit unserem Speed, haben besonders Mitte der Kurven so unsere Probleme, wir geben aber alles volle Attacke. Beeindruckendes Bild hier von diesen Racetrucks in der Startaufstellung. Die vielen Zuschauer am Hungaroring bekommen auf jeden Fall tollen Motorsport geboten. Startfrei für Rennen 2. Adam Latzko links, Brereton rechts. So geht's runter zur ersten Kurve auf dem Hungaroring. Dahinter dann 4 deutsche Piloten: Reinhard, Lenz, Kursim und Halm. Wie eng es am Start zugeht, zeigt die Heckkamera von René Reinhardt, der sich innen gegen Brereton durchsetzen kann und Position 2 hinter Adam Latzko übernimmt. Brereton verteidigt zumindest hier Rang 3 gegen die Gelben, gegen Lenz und Kursi. Kurz danach Steffi Halm, Vierte, der Brite immer noch auf der 3. Onboard mit Norbert Kiss. Nochmal der Start und Turn 1 aus der Sicht des ungarischen Lokalhelden hier am Hungaroring. Adam Latzko vorne nach wenigen Runden, dann Reinhardt. Dahinter wird so erbittert gekämpft, dass bei manch einem die Teile wegfliegen, speziell bei Sascha Letz. Shane hat versucht, Dritter zu werden, aber es ging total in die Hose aus seiner Sicht. Sag ich mal. Wir waren alle viel, viel schneller. Und wenn du aber nicht schaffst, direkt an ihm vorbeizukommen, rücken ja die Schnelleren von hinten auch wieder auf. Und irgendwann fing dann auch an, dass ein bisschen Plastik geflogen ist. Gell? Klar, für ihn ein bisschen traurig, dass er nachher ausgefallen ist, als er den nächsten Zweikampf hatte mit Nobby, aber das gehört halt dazu. Und Steffi Halm, die beißt sich fast 3 Runden an Shane Brereton die Zähne aus. Erst dann setzt sich die Iveco-Pilotin vom Team Schwabentruck durch. Shane Brereton verteidigt immer noch seine Position, quasi mit dem Messer zwischen den Zähnen. Wenig später ist sein Widerstand aber gebrochen. Lenz, Kiss und Hahn und dann auch Kursim und Albacete gehen an ihn vorbei. Nach 5 Runden muss Brereton mit defektem Truck aufgeben. Und auch Erwin Kleinnagelfort im weißen Truck mit der Startnummer 15 hat mit den schnelleren Trucks zu kämpfen. Hier unter Druck von Ryan Smith wird überholt, verbremst sich, muss Smith vorbeiziehen lassen. In this last race,
Im letzten Rennen, da hatte ich ja eine Drive-Thru-Strafe, musste ich wieder durchs ganze Feld nach vorne fahren, hatte 14 Überholmanöver und habe nicht einen einzigen Truck berührt. Okay, das war etwas leichter, weil das Level hinten ist ja nicht so gut, aber ich habe niemanden berührt, habe mich fair verhalten, genauso wie die anderen auch. Aber ich muss noch viel lernen und das ganz schnell, weil lerne ich nicht schnell, werde ich auf diesem tollen Sitz hier wieder schlecht aussehen, so wie jetzt. Schrecksekunde dann anschließend für Adam Latzko in der letzten Runde. Verbremse aufgrund einer defekten Bremsscheibe und plötzlich ist René Reinhardt wieder dran am Heck von Latzko. Ungläubiges Staunen bei den Latzko-Fans. Aber der Tscheche meistert die Situation in meisterlicher Manier, rettet Rang 1 am Ende mit 36 Hundertstel Sekunden Vorsprung ins Ziel. Dritte wird Steffi Halm vor Sascha Lenz und Norbert Kiss. Im Parc Fermé gibt's zwei Küsschen für den Sieger von Sohn Niki und von Ehefrau Katharina. Umarmung unter ehemaligen Teamkollegen Reinhardt und Halm, die beide ein tolles Rennen gefahren sind. Es war schon sehr, sehr hart. Ich habe relativ lange gebraucht, bis ich an Shane vorbeifahren konnte. Hatte dann aber auch wieder Sascha im Nacken, der wiederum den Nobby hatte. Es war unglaublich eng und ich musste schauen, dass ich Meter mache. Aber was soll ich sagen, zweimal dritter Platz, perfekt für heute. Adam Latzko also mit seinem ersten Saisonsieg nach dem Pech im Rennen 1. Eine kleine Genugtuung für ihn und das Bugira-Team. Und auch für René Reinhardt, den Zweitplatzierten, war es ein aufregender Tag, denn an seinem Truck mussten vor Rennen 2 noch in Windeseile defekte Bremsscheiben gewechselt werden. Die weiteren Platzierungen im Überblick. In den Kurven vorm Ziel ist bei mir der Lenkungskühler kaputt gegangen und direkt danach ist auch die Bremsscheibe kaputt gegangen, denn das Wasser ist schwallartig auf die heiße Scheibe gelaufen. In dem Moment bin ich einfach nur gerade ausgerutscht, wie auf Eis Richtung Mauer, aber ich konnte dann doch noch die Kurve kriegen. So geht also der Samstag am Hungaroring nach zwei spannenden Rennen zu Ende. Und auch der Sonntag verspricht wieder zwei actiongepackte Rennen vor toller Kulisse. Polesetter für Rennen 3 ist Jochen Hahn. Der Mann im Iveco-Truck hat zum dritten Mal in 4 Superpoles die Bestzeit erzielt. Schon jetzt zu vermuten, dass er der Mann sein wird, den es zu schlagen gilt. Neben ihm Ryan Smith mit einer starken Qualifying-Leistung. Es ist für mich ein Vergnügen und eine Ehre, zugleich neben Jochen zu stehen. Adam Latzko und Norbert Kiss sind direkt hinter uns. Ich bin froh, hier zu stehen und hoffentlich geht es für alle positiv aus. Los geht's und alle haben nur ein Ziel, so weit wie möglich nach vorne. Start frei, Hahn und Smith nebeneinander, der Deutsche auf der Innenseite. Runterbremsen vor Turn 1, einlenken und mit ca. 1100 PS wieder raus beschleunigen. Sieht einfach aus, wenn man ganz vorne ist, in der Mitte des Feldes, aber schon eine Kunst. Die Top 3. Vorneweg mit Abstand zum Rest des Feldes. Dahinter kracht Albacete Sascha Lenz ins Heck und dreht den Pechvogel mal wieder um. Bitter für Lenz, der kurz zuvor erst Albacete überholt hatte, weil es unmittelbar vorher einen Auffahrunfall zwischen Albacete und Kiss gegeben hatte. Das erste große Problem gab es schon in der ersten Schikane. Ich weiß nicht, was Norbert gemacht hat. Ich glaube, er hat sich verschaltet, irgendeinen Fehler gemacht, weil beim Rausbeschleunigen hat er voll gebremst und ich konnte gar nicht mehr ausweichen. Bang, einfach hinten rein. Und dann habe ich für die Schnelle rechts angebremst, hatte aber vorne Plastikteile unter dem Truck, habe mich verbremst und habe Sascha getroffen, hinten, als er gerade einlenkte. Und dann hat er sich eben gedreht. Just when he was turning, so he span. Mitte des Rennens die Top 3. Hahn, Smith und Latzko enteilt. Dahinter Kiss, der deutlich Kampfspuren hinten an seinem Truck mit sich herumträgt und das Tempo der vorderen drei nur bedingt mitgehen kann. Antonio Albacete vorne mit einer Aerodynamik zum Vergessen.
und hinten links mit einem Plattfuß unterwegs. Der Spanier hat bis dahin ein Wochenende zum Vergessen erlebt auf dem Hungaroring unter Druck von Jamie Anderson, der erst seit diesem Jahr Trackrennsport betreibt und zuvor als Rallyefahrer in den britischen Wäldern unterwegs war, eine neue Herausforderung sucht. Sascha Lenz nach seinem Dreher wieder auf dem Vormarsch und kann in Runde 6 Antonio Albacete sogar wieder überholen. Allerdings der junge Deutsche dabei zu schnell unterwegs, erhält eine 10-Sekunden-Strafe wegen Overspeedings. Schade für ihn. Und Antonio Albacete, der stellt anschließend seinen Truck noch kurz vor Ende unfahrbar ab. Jochen Hahn triumphiert zum 4. Mal in dieser Saison. Beängstigende Dominanz des viermaligen Champions so früh zu Beginn der Saison. Zweiter wird Ryan Smith vor Adam Latzko. Hahn Racing also mehr als zufrieden. Während Norbert Kiss als Vierter das Podium um 2 Sekunden verpasst hat und anschließend erklären muss, woran's gelegen hat. Jochen Hahn aber feiert seinen Sieg auf dem Podium. Smith und Latzko flankieren den Mann aus Altensteig aus dem Landkreis Calw in Baden-Württemberg. Das Ergebnis im Überblick auf Rang 8 Sascha Lenz, der damit im nächsten Rennen bei allem Pech bis dahin, was er hatte, von der Pole Position ins Rennen gehen darf. Und auch für die kleinen Truck Race Fans gibt's in Budapest eine Menge zu erleben. Für die Vollgas-Kids genauso wie für die Künstler oder Künstlerinnen im Paddock. Ein ereignisreiches Wochenende neigt sich dem Ende zu mit der Startnummer 30. Sascha Lenz auf der Pole Position für Rennen Nummer 4. Auto fühlt sich sehr gut an, schon ganze Wochenende. Selbstvertrauen habe ich auch. Also der Start ist das Wichtigste jetzt erstmal und dann werden wir den Rest vom Rennen sehen. Reihe 1 im abschließenden Rennen des Wochenendes fest in den Händen der beiden Reinhard Adventure-Piloten Sascha Lenz und René Reinhard, die beide gemeinsam in der Teamwertung antreten. Zum letzten Mal 11 Runden Truck Racing auf dem Hungaroring. Der gelbe Lenz-Truck und der blaue Reinhard-Truck beim Start also vorne. Runter zur ersten Kurve, dahinter Kursim und Halm, vierfach Führung für Deutschland. Während Holland ins Ausrutscht, Erwin Klein-Nagelfort hat da wohl ein bisschen zu viel gewollt. Turn 4, Runde 1. Reinhard innen auf der besseren Linie geht vorbei an seinem Landsmann, der sogar seine zweite Position gegen Kursim im anderen gelben Truck mit allem, was er hat, verteidigen muss. Und innen geht Norbe Kiss im schwarzen Truck durch, setzt sich an die dritte Position. Und auch Jochen Hahn findet anschließend die Lücke, um an Kursim vorbeizugehen. Ende der dritten Runde. Hahn 5., Kursim 6. Dahinter ist Ryan Smith mal wieder etwas zu optimistisch, kracht Ende Start und Ziel ins Heck von Steffi Halm. Smith mit einem leichten Dreher und Steffi Halm anschließend als qualmendes Hindernis unterwegs. Wird letztlich nur 9., was am Ende aber den 3. Platz in der Gesamtwertung bedeuten sollte. Vorne kämpft Norbert Kiss um seinen Podestplatz, verteidigt Rang 3 gegen Adam Latzko mit aller Energie. Während Jochen Hahn den ersten Ausfall der Saison zu beklagen hat, in Runde 9 rollt er aus, eine Druckluftleitung versagt den Dienst. Vorne siegt René Reinhard am Ende sicher vor Lenz und Kiss, der zwar zweimal aufs Podium fährt, einen Sieg bei seinem Heimrennen aber verpasst. War kein einfaches Rennen, Temperaturen draußen extrem heiß. Asphalt natürlich dann auch dementsprechend heiß und extrem schwer zu fahren, das Auto, also wie im Regen. Also man ist nur am Sliden, muss extrem aufpassen, keine Fehler zu machen und das war ein harter Kampf. Genau 2 Jahre nach seinem letzten Sieg steht René Reinhard also mal wieder ganz oben auf dem Podium. Toller Erfolg für ihn nach einer Pause in der Saison 2017. Die weiteren Platzierungen im Überblick.
Und in den vier Rennen um die Grammar Cup Wertung war der Brite Jamie Anderson im schwarzen Truck mit der Startnummer 7 zwar nicht der fleißigste Punktesammler, übernimmt aber dennoch dank seines Sieges in Rennen 3 die Führung in der Gesamtwertung vor Steffen Faas. Das ist das erste Jahr für mich in einem Racetruck und erst das fünfte Rennen überhaupt. Tabellenführer im Grammar Cup zu sein, ist natürlich eine tolle Position, die wir jetzt haben. Jetzt gilt es, die Führung zu verteidigen und Erfahrungen zu sammeln und möglichst viel zu lernen. In der Fahrerwertung der ETRC führt souverän Jochen Hahn mit 31 Punkten Vorsprung vor Kiss und Halm. Die Top 9 bis hinunter zu Smith in einer anderen Liga unterwegs. Und Gerd Körber, der das zweite Tableau anführt, war in Budapest nicht im Start, aber seine Fans dürfen ihn am Nürburgring wieder sehen.